Dasha Island auf keiner einzigen Internetseite mehr auffindbar. Nicht auf Facebook, nicht auf YouTube oder irgendwo. Ist jetzt mein Star Stable Konto in Gefahr? Das erkläre ich euch hier in diesem Video. Panik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, erst Angst gemacht, jetzt die Angst genommen. Ich kann euch versichern, nein, weder Dasha Island noch dieser Account ist in Gefahr. Ich werde weder diesen Account löschen, noch irgendwas anderes damit anstellen. Nein, das bleibt alles so, wie es ist, wortwörtlich. Warum ist dann also, wenn hier angeblich alles gleich bleibt, Dasha Island tot oder in Gefahr oder wie auch immer? Ich habe Folgendes angestellt. Das zeige ich einmal. Wie man ja hier unschwer erkennen kann, habe ich auf sämtlichen Internetseiten, die Dasha Island betreffen oder betroffen haben, Änderungen durchgeführt. Das hat folgenden Grund. Und zwar möchte ich gerne alles, was Dasha Island betrifft, beziehungsweise auch mich, Star Stable, den Kanal und alles, was dazu gehört, erweitern. Kann man das so sagen? Ich möchte. Also der Hintergrundgedanke daran, Dasha Island in Anführungszeichen zu löschen aus den Netzwerken, war der Grund, dass ich gerne alles etwas erweitern möchte. Das heißt, ich möchte meine Facebook-Seite nicht mehr auf Star Stable beziehen. Ich möchte meinen WhatsApp-Channel nicht nur auf Star Stable beziehen. Ich möchte vielleicht, und das habe ich ja von Anfang an auch schon gemacht, mit Super Lucky's Tale, meinen YouTube-Kanal eigentlich nicht mehr wirklich nur auf Star Stable beschränken. Klar, dass es Fakt ist, dass ich eigentlich wirklich neben Star Stable nicht wirklich Zeit für andere Spiele habe. So war der Grundgedanke, mit dem ich dann angefangen habe, alles zu verändern und somit die Grund-Dasha Island auf sämtlichen Internetseiten zu entfernen, wortwörtlich. Vielleicht hat jemand mitgekriegt, dass ich jetzt angefangen habe, auf meinem privaten Steam-Konto mit meinem privaten Discord Euro Truck Simulator 2 zu streamen, privat. Das heißt, das werden nur ich, die Maria und ich weiß gar nicht, ob ihr Mann das auch sehen kann, ich glaube ja, zu Gesicht bekommen. Das ist aber dann wirklich privat für mich. Ansonsten bin ich wirklich der Meinung und habe auch angefangen, das durchzuscrollen, dass ich auch, wie schon bekannt, zum Beispiel Super Lucky's Tale oder vielleicht auch, was ich mal angefangen habe und doch nie hochgeladen habe, mit Benny and the Ink Machine zum Beispiel, was ja auch ein sehr beliebtes Let's Play ist, was viel und gerne geguckt wird, wo ich das Spiel im Endeffekt eigentlich auch wortwörtlich auf meinem Computer habe, echt jetzt. Und es liegt da und ja, liegt halt, ne? Weil wirklich alles nur auf Star Stable bezogen war. Aber eigentlich bin ich so eine kleine Vielfaltsratte. Also das klingt total bescheuert und verrückt jetzt, aber es ist wirklich so. Ich brauche das. Ich brauche mehr als Star Stable. Ich will auch mal was anderes zocken als immer nur Star Stable.
Und ich möchte aber auch nicht jedes Mal nur alleine zocken. Deswegen nehme ich ja auch innerhalb von Star Stable Maria zum Beispiel viel mit und so weiter. Oder bin auch mal in Club Koi, falls das jemandem was sagt, in meinem neuen Titelbild, beziehungsweise auf meinen neuen Titelbildern, muss man ja sagen, ist das Cover von Club Koi online abgebildet. Vielleicht kennen einige das auch. Vielleicht sind einige dort selber drin. Ja. Das Cover habe ich auch letztens erst abgeändert, habe dort Euro Truck Simulator reingesetzt und habe dafür Aura Kingdom rausgenommen. Vielleicht kennt noch jemand Aura Kingdom. Ich glaube, das habe ich mal angefangen hier hochzuladen und habe es dann gelassen, weil es für mich einfach keinen Sinn hatte, weil mir das Spiel dann halt zum Schluss auch nicht mehr wirklich so viel Spaß gemacht hat. Ja. Das ist der Hauptgrund, warum Dasha Eastland in sämtlichen Internetseiten wortwörtlich tot ist. So, jetzt habe ich das Schlimmste gesagt. Die wichtigste Sache für mich ist jetzt natürlich meinen kompletten Upload-Plan umzukrempeln. Denn wenn ich das wirklich vorhabe durchzuziehen, muss ich auf kurz oder lang den Upload-Plan auf die neuen Videos abändern. Beziehungsweise ich muss dann zwischendurch auch mal Privatkapseln einsetzen, damit ich Euro Truck Simulator zocken kann. Auch wenn ihr das vielleicht nicht seht, weil ihr ja gar nicht rankommt an Euro Truck Simulator. Ich täte es ja auch gerne selber hier auf YouTube streamen, aber dadurch, dass ich überhaupt keine Möglichkeit habe zu streamen, weil der Kanal eigentlich dafür gar nicht oder noch gar nicht gemacht ist, weil mir immer noch eine Menge Abonnenten fehlen, weil mir immer noch eine Menge Wiedergabezeit fehlt und so weiter und mir auch eigentlich noch eine ganze Menge Videomaterial fehlt, um diesen Kanal überhaupt streamingfähig zu machen. Habe ich es erstmal nur auf Discord-Stream begrenzt. Ich habe aber wirklich auf kurz oder lang vor, das zu erweitern. Wie gesagt, für YouTube-Verhältnisse wäre es eher auf lang, die Veränderung, weil wie gesagt, ich habe noch viel vor mir, bis dieser Kanal überhaupt streamingfähig ist. Und ja, dauert halt noch. Ansonsten, wie gesagt, ich würde gerne mehr machen, anderes machen, aber die Zeit dafür, die reicht halt einfach nicht aus. Neben arbeiten gehen und auch noch Familie, zwei Viecher zu Hause, oh, Entschuldigung, ist einfach nicht machbar. Deswegen, es wird sich zumindest jetzt für den aktuellen Zeitpunkt noch weiterhin, was Videos betrifft, hier auf Star Stable begrenzen, also keine Panik. Ich werde Dasha Eastland hier nicht löschen. Ich werde weder das Konto von Star Stable löschen noch irgendwas anderes. Nur alles, was jetzt außerhalb ist: YouTube, Facebook, WhatsApp-Kanal, alles Mögliche. Ich würde es gerne erweitern, vergrößern. Ja, wie man es auch nennen möchte. Das war der Hauptgrund. Ich habe es jetzt... ich habe es zwar jetzt im Videotitel dramatischer erklärt, wie es eigentlich ist, aber ich finde, es ist schon eine dramatische Veränderung, die ich da vorhabe. Es ist schon... Im Endeffekt lösche ich Dasha Eastland aus Social Media und mache jemand anderen draus. Das ist schon eine ganz dramatische Sache, muss ich jetzt dazu sagen. Für meine Verhältnisse, die eigentlich Star Stable geliebt hat und auch immer noch liebt und das auch eigentlich gerne teilt, jetzt plötzlich zu sagen, oh hey, und wir machen das dazu und hier und da und dort, ist schon krass.
muss ich sagen. Und dass ich mich jetzt doch dazu entschieden habe, das so zu machen, muss ich schon sagen, muss ich mir selber auf die Schulter klopfen, weil das, ja, für meine Verhältnisse, die sich jetzt wirklich sehr ans Nachsäbel geklammert hat, ist schon eine große Umstellung. Ja, wie gesagt, hier auf dem Kanal, es wird sich nicht viel ändern. An Star Stable wird sich nicht viel ändern. Wenn die Veränderung kommt oder kommen sollte, doch denn dann irgendwann mal, würde ich definitiv nochmal ein separates Video dazu machen. Ansonsten bleibt hier zumindest erstmal alles wie gehabt. Och, Northwind, jetzt bleib doch mal stehen. Junge, Junge, Junge. Kleines wildes Pony. Ja. Wieso bin ich jetzt abgestiegen? Verstehe ich nicht. Steig bitte wieder auf. Ja. So viel dazu. Viel Input, viel Schreck. Ich konnte den Schreck hoffentlich ein bisschen wieder nehmen, indem ich alles aufgeklärt habe. Und ja. Dann würde ich sagen, war es das erstmal von mir an dieser Stelle. Lasst die Informationen erstmal sacken. Es wird nichts gelöscht. Alles ist gut. Ich bedanke mich bisher bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.